So, schönen guten Morgen mit einer neuen Folge. Wir haben letztes Mal aufgehört, Thema Maiszünsler. Den haben wir erwischt. Der ist weg. Und ich habe gesagt, ich versuche erstmal so tief wie möglich zu schneiden. Die Dämme verhindern das ein bisschen, damit die Pflanzen halt auch so ein bisschen aufspringen. Aber wir müssen halt auch mal gucken. Meistens sieht man schwarze Punkte an der Stängelspitze, wenn man einen hat. Genau. Wollte euch das halt auch mal zeigen, wie das aussieht, wie die Made da jetzt drin ist. Ja, nicht alle kriegen wir ja so tief geschnitten im Prinzip. Das ist so ein bisschen abhängig von den Dämmen. Ich hatte euch schon letztes Mal gesagt, die Dämme haben zwar was Gutes, die haben aber auch was Schlechtes. Im Prinzip näher bei der Stoppel da. Da seht ihr. Da haben wir einen gefunden, der ist halt aufgefasert und die Made ist raus. Die ist da nicht mehr drin. Das wäre schon mal ein Erfolg. Also bei dem wäre die Bekämpfung jetzt schon ein Erfolg, weil die Made ist weg. Die haben wir zerschnitten. Ja, wie gesagt, hier wäre der nächste. Hier habe ich jetzt ein bisschen mehr entdeckt. Und da seht ihr auch, das wäre auch ein Erfolg bei der Bekämpfung. Ja, so im Prinzip. Hier ist nämlich tatsächlich eine Spur, wo ein bisschen mehr drin ist. Hier wäre auch ein Erfolg. Und im Prinzip, dieses Jahr ist tatsächlich ein bisschen mehr, wie ihr seht hier. Das zwar nur nesterweise teilweise fährst du auch wieder ein paar Hektar und siehst gar nichts. Dann wäre auch ein Erfolg. Ja, im Prinzip haben wir bis jetzt nur Erfolg gesehen. Aber wenn sie natürlich in so einem Stängel wäre, das wäre vielleicht nicht ganz so gut. Genau, aber das wollte ich euch im Prinzip zeigen. So sieht das aus. Oh, da vorne kommt Svenny, ich muss Gas geben. Und ja, der tiefe Schnitt hilft auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich die Tage noch eine Messerwalze besorgt kriege. Dass man da sozusagen nochmal eine Bekämpfung nachmacht. Oder beziehungsweise nochmal im weiteren Versuch da nochmal mehr hinzubekommen. So, da sind wir wieder. Heute ist nächster Morgen, nächste Fläche. Also wir haben gestern die Fläche nicht geschafft, aber wir sind heute organisationstechnisch erstmal zu unserem 18 Hektar Stück gefahren, was ein bisschen weiter weg ist. Und hier ist halt krasser Unterschied, ne? Also der hat hier tatsächlich in 4 Wochen einmal keinen Regen gekriegt. Das ist der Kolben. Ich meine, wir haben wenigstens einen Kolben, aber auch teilweise keinen. Und wir hatten hier, ich glaube, 6 Pflanzen auf dem Quadratmeter gelegt. Hier war Vorfrucht Mais und ich habe die Fläche relativ spät bekommen, sodass ich mich dazu eigentlich entschieden habe, dieses Jahr erstmal nochmal Mais zu machen, damit ich vernünftig Gärreste herfahre und so ein bisschen das Nährstoffdepot wieder ein bisschen aufdüngen kann. Weil hier wurde sehr extensiv gedüngt die letzten Jahre. Genau, also weil ich die letztes Jahr so spät bekommen habe, habe ich dazu mich entschlossen, nochmal Mais zu machen. Das nützt ja immer nicht. Genau. Sehr sandiger Boden, 30 Bodenpunkte, so ein bisschen am Wald gelegen, aber kein Wildschaden drin, beziehungsweise ganz wenig, da sieht man ein bisschen, ein paar Pflanzen liegen unten. Und die Sorte ist eigentlich eine, die mit Trockenheit sehr gut um kann, also die hat auf einem anderen Standort bis jetzt den besten Ertrag gebracht. Ja, aber wie wir sehen, Striptil kann den auch nicht zaubern teilweise, ne? Bisschen Kolben dran. Ein paar größere Kolben. Ich meine, wir sind noch am Vorgewende. Vielleicht sieht es in der Imbestand ein bisschen besser aus, aber auch wenn man hier sieht, ne? Bei mir keine richtige Kolbenanlage. Ja, Maiszünsler auch hier dieses Jahr. Also wie sieht das Schadbild überhaupt aus? Im Prinzip sind die Pflanzen hier abgeknickt. Der Maiszünsler frisst sich sozusagen von oben in die Pflanze durch und unten in den Halm. Und ja, überwintert dann in dem unteren Abschnitt. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man dann die Pflanzen zerstört. So wie hier zum Beispiel oder wie hier, dass er halt keinen Wohnraum mehr hat. Es ist wichtig zu wissen, Leute, dass der jetzt nicht hier in die Stängel reinkriecht und da überwintert, sondern eine Pflanze, die keinen Maiszünsler hat, die hat keinen Maiszünsler und da braucht man dann auch eigentlich keine, theoretisch keine Stoppelbearbeitung machen. Das gibt Bestände und wir hatten das jahrelang, da gab es keinen Maiszünsler. Also wir haben dieses Jahr ein Zünslerjahr anscheinend. Das ist sehr ungewöhnlich für unsere Region, weil, ich sag mal, wir hatten vor 10 Jahren einmal ein Jahr,
da hatten wir das so wie dieses Jahr. Also vereinzelt ein paar Pflanzen dazwischen, aber keine Nesterweise oder so. Dann hatten wir es wieder, ich sag mal, 6-7 Jahre gar nichts. Letztes Jahr habe ich vielleicht 2 Nester gesehen. Und letztes Jahr war es auch so, die Pflanzen, beziehungsweise bei uns in der Region ist es meistens so, dass der Zünsler während der Maisernte irgendwo in dem Teil ist. So, wenn wir also tief häckseln, haben wir zu 95%, sage ich mal, ihn mit weggehäckselt. Das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren so gewesen. Also ich habe immer wieder Stängel angeguckt und habe eigentlich gar nichts gefunden. Auch da, wo Nester waren oder so, habe ich gar nichts gefunden. Dies Jahr scheint es mal wieder so ein Jahr zu sein, wo die Bedingungen so sind, dass sich der Zünsler verbreitet. Und deswegen werde ich nachher gleich, also wir haben Montag, wir haben kurz nach 7, werde ich nachher gleich telefonieren, dass wir irgendwas machen können. Mit der Messerwalze, mit einer Güttlerwalze, mal mich ein bisschen durchprobieren. Viele haben gesagt, eine Güttlerwalze macht da einen sehr guten Erfolg oder hat da einen sehr guten Erfolg. Einfach mal ausprobieren und letztendlich, glaube ich, werde ich mich dann auch für etwas entscheiden. Genau, also letztes Jahr hatten wir irgendwie, also ich würde mal sagen, auf dem Hektar vielleicht eine Pflanze befallen oder so. Und wie gesagt, das ist eigentlich sehr, sehr regional. Man muss aber auch sagen, Zünsler ist so ein Ding, der fliegt kilometerweit. Also du kannst jetzt nicht zwingend einen drin haben, also beziehungsweise dein Bestand kann sauber sein. Aber wenn irgendwo kilometerweit weg jemand Probleme hat mit Zünsler, dann wirst du auch betroffen sein. Da sind wir wieder. Ich glaube, ich höre ihn schon ankommen. Auf jeden Fall. Ab morgen haben wir noch einen Transporter mehr, dann sind wir 6. Dann muss es langsam auch ein bisschen flüssiger laufen, glaube ich. Also ja, da kommt der nächste. Also ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wie viel Tonnen der hier durchschrubbt. Das ist teilweise schon sehr gewaltig. Gut, Leute. Soweit erstmal. Bis dann. So, jetzt sind wir drinnen angekommen. Also das ist, glaube ich, denke ich, unser schlechtester Mais. Da seht ihr so ein bisschen den Ertrag. Wie gesagt, ich glaube, die Fläche, die müssen wir erstmal ein bisschen aufpäppeln. Das ist auch das, was wir eigentlich über die Jahre festgestellt haben. Ich hatte es noch nie anders. Wenn wir eine Fläche bekommen, dann brauchen wir so ungefähr 3 Jahre, bis sie das Ertragsniveau hat, was wir auf den anderen Flächen haben. Das ist eigentlich auch wichtig, dass man eigentlich langfristige Pachtverträge hat, dass sich das lohnt, sozusagen die Flächen wieder aufzubauen. Meistens ist es die Nährstoffverfügbarkeit, Mikronährstoffverfügbarkeit, pH-Wert. Da muss man wirklich viel Wert drauf legen und dann sehen die Pflanzen am Ende dann auch ganz anders aus, weil der Boden schon ein bisschen anders das Wasser hält. Das ist halt wichtig, deswegen regelmäßig Bodenproben und wir haben ja auch das FarmLab Stenon. Jetzt so werde ich erstmal nach dem Mais alle Flächen einmal rübergehen, wieder eine Info sozusagen, okay, wie sieht es jetzt aus auf den Feldern, um dann auch nochmal zu beschließen, was machen wir da. Kalken werden wir dieses Jahr nach dem Mais nicht schaffen, weil es ist einfach das Zeitfenster zu knapp. Auf meinen Flächen sieht es eigentlich auch ganz gut aus mit der Kalkversorgung. Das werden wir dann, denke ich mal, nächstes Jahr im Sommer machen vor der Zwischenfrucht, wenn da irgendwo Bedarf ist. Dieses Jahr ist erstmal alles gekalkt worden, was notwendig war. Das waren nur die Rapsflächen. Und ja, nächstes Jahr vor Mais werden wir da auch nochmal ein bisschen kalken. Ja, interessant wäre natürlich jetzt hier die Grubber-Variante gewesen. Aber können wir uns ja nun nicht alles wünschen. Wir können ja nicht alles in Streifen anlegen. Was ich bis jetzt so gesehen habe, kann Striptel absolut mit der normalen Variante mithalten. Wir hatten ja auch mal ein, zwei Mal so einen Tag Ausfall, wo wir dann ein paar Streifen mit der Scheibenecke drin hatten oder so und dann doch gegrubbert haben. Gefühlt sind die Striptel-Pflanzen länger grün. Das ist das, was ich beobachtet habe. Und ja, sie sind eigentlich im Prinzip jetzt auch noch ein bisschen vitaler. Das ist erstmal meine Beobachtung, die ich so habe, die ich euch sagen kann, wo da so ein bisschen der Unterschied ist. Genau, mein Plan hier jetzt für diese Fläche, hier sollen eigentlich Sonnenblumen her. Und ich würde, Sonnenblumen eignen sich eigentlich hervorragend, um Nährstoffe anzureichern, weil sie halt nicht sehr viel letztendlich verbrauchen, die man vom Acker fährt. Also wir düngen zwar die Pflanze, aber der Großteil der Pflanze bleibt ja am Ende auf der Fläche wieder zurück als Erntereste. Und dadurch hat man ja sozusagen auch dann den Düngewert, weil erstmal gibt man der Pflanze die Nährstoffe, die man düngt, und dann bleiben sie auf der Fläche. Insbesondere bei Kali, Magnesium, Phosphor ist das halt wichtig. Genau. Also darum geht es mir im Prinzip, dass wir da ein bisschen Nährstoffe anreichern, und dann würde ich jetzt im Herbst hier nochmal Roggen als Winterbegrünung drauf machen
den im Frühjahr ein bisschen anwachsen lassen, dass er so ein bisschen Biomasse bildet. Und dann würde ich das mit einem Totalherbizid wegspritzen. So habe ich einfach die Möglichkeit, Biomasse aufzubauen und sozusagen nochmal eine Gründung zu machen, um Kohlenstoff in den Boden zu bekommen, Humusaufbau zu machen. Sicherlich würde ich, nehme ich da ein Totalherbizid oder sicherlich habe ich da eine Herbizidmaßnahme mehr. Ich denke aber, die Wirkung für den Boden ist dann doch besser durch eine gewisse Begrünung. Dann würde ich ja im Prinzip Strip-Till-Verfahren machen und die Sonnenblumen reinlegen und würde sozusagen den Roggen obendrauf als Beschattung lassen, also den abgestorbenen Roggen. Mein Ansatz ist da, ich würde den Roggen ein bisschen auswachsen lassen, bis der vielleicht fast so aussieht wie Grünschnittroggen und dann sozusagen mit einem Totalherbizid kommen. Dann haben wir ungefähr so 20, 30 Tonnen Biomasse gebildet, die wir dann auf der Fläche lassen können. Und wo wir am Ende, glaube ich, auch eine schöne Matte oben drauf haben für eine Beschattung. Jetzt ist sicherlich die Argumentation, ja, das klaut dir doch aber das Wasser. Sicherlich wird es mir ein bisschen Wasser wegnehmen, aber ich denke, der Effekt erhöht sich wieder oder hebt sich wieder auf, indem wir dann die Beschattung haben, so lange bis die Sonnenblumen den Reihenschluss haben. So, muss gleich erstmal hier Detlef den Berg raufbauen. Von daher denke ich, das würde sich dann wieder aufheben. Das ist aber erstmal ein Versuch von mir. Ich habe das so in der Form noch nicht gemacht, in dieser extensiven Variante sozusagen mit Strip-Till. Eine bewusste Beschattung anlegen, also teilweise auch nur eine Beschattung anlegen. Aber das ist erstmal mein Ansatz. So, jetzt werdet ihr dann sagen, ja, wie lange kannst du es denn noch machen, wenn jetzt bald Totalherbizide verboten werden oder ein Totalherbizid verboten werden? Was machst du dann? Ja, dann lasse ich die Fläche halt kahl über Winter, Leute. Also, ich sag mal, Roggen anzubauen und im Frühjahr mehrmals da durchzuwühlen, um den Roggen tot zu kriegen, ist für mich keine Option. Weil selbst mit Scheibenecke und Grubber kriegst du den Roggen letztendlich nicht zum Erliegen und der ist so wüchsig und wachstumsstark, dass du einfach nicht Herr der Lage wirst. Und dann hast du Ertragseinbußen im Mais, definitiv. Also du brauchst da wirklich den Pflug und dann zweimal einen Grubberstrich und was nicht alles. Aber dann kann ich mir diese Maßnahme auch sparen, wenn ich dann mehr Humus verbrenne, als ich eigentlich aufbaue und Bodenstruktur wieder kaputt mache. Und Leute, mein Boden ist halt so, selbst da teilweise das Überfahren sorgt dafür in trockenen Bedingungen, dass der halt wie Staub zerfällt. Und ja, ich hatte es ja jahrelang genug gehabt und habe im Prinzip immer wieder dran geforscht, noch weniger und noch weniger und noch weniger zu arbeiten oder beziehungsweise noch weniger dran zu arbeiten. Genau, so ist erstmal der Plan. Das würde ich machen. Ich würde sicherlich auch einen Teil vielleicht Gerste einschlitzen und in Direktsaat die Sonnenblumen mal probieren. Und das würde ich, denke ich, auch mal mit Mais machen. Vielleicht mache ich nächstes Jahr sogar das, was ich dieses Jahr mit der Grubber- und Strip-Till-Variante gemacht habe, mache ich nächstes Jahr in Direktsaat. Das wird sicherlich in den ersten Jahren nicht gut funktionieren, weil ich habe relativ wenig Organik oder diese Böden haben relativ wenig Organik, die sozusagen den Boden puffern. Also Organik sorgt ja immer dafür, dass du, ist halt federndes Material, ne? Ohne Organik schiebst du halt die Bodenteilchen ineinander und dann verkleben sie und lassen sich verdichten, dann hast du Bodenverdichtung. Und das hast du ja im Prinzip nicht, wenn du Organik oder Wurzelmasse oder dazwischen hast. Also immer eine bewachsene Fläche schützt auch vor Bodenverdichtung. Beste Beispiel Grünland, Leute. Grünland fährst du 4-5 Mal im Jahr rüber, bei der Ernte fährst mit Gerassen rüber und du hast keine Bodenverdichtung da drin. Warum? Weil du einfach überall Organik hast und du hast halt überall zwischen diesen Tonteilchen, Steinteilchen, hast du einfach Wurzelmaterial und das verhindert, dass im Prinzip das so, ich muss euch mal das euch so hinklemmen. Das verhindert das im Prinzip, dass diese Tonteilchen ineinander schieben können und dann verharren, weil in diesen Teilchen sind Wurzelpartikel und die verhindern letztendlich eine Bodenverdichtung. Und was viele auch teilweise nicht verstehen, wann Bodenverdichtung auftreten. Das heißt, der Boden muss feucht sein und der muss, wenn er feucht und gelockert ist, ist des Todes. Also gelockerter Boden, der feucht ist und der überfahren wird, ist der anfälligste Boden für Bodenverdichtung. Der Boden hier, der das ganze Jahr gewachsen ist und wo jetzt die Pflanzen draufstehen, wo wir hier rüberrollen, der ist nicht wirklich anfällig für Bodenverdichtung. Das müsst ihr euch dessen bewusst sein. Also wir fahren hier Spuren rein, die sind vielleicht so tief. Das ist ja im Prinzip keine Körperverformung. Also wir schieben ja nicht
die Teile so doll ineinander, dass sie letztendlich verdichtet werden und dass die Pflanzen da schlechter wachsen können, weil auch eine Wurzel kann Verdichtung aufsprengen. Eine Wurzel hat wahnsinnig viel Kraft. Weil viele denken, sobald du aufhörst, den Boden zu wenden, verdichtest du den viel, viel doller. Aber in der Tat ist es ja gar nicht so. Bestes Beispiel, einfach Grünland, Leute. Haltet euch Grünland immer vor Augen, wie wichtig es ist, eine bewachsene Fläche zu haben. Und du hast schlichtweg keine Verdichtung. Wenn ihr Verdichtung im Grünland habt, dann habt ihr wahrscheinlich andere Böden oder feuchtere Bedingungen oder absolut viel Ton und Lehm in den Böden. Ich hab's nicht. Auch auf meinen Sandböden nicht, auf meinen Tonkuppen nicht, auf Moor kann man sowieso nicht richtig verdichten, weil es wie ein Schwamm ist, man drückt zusammen und dann geht es wieder auf. Genau, das ist so ein bisschen der Ansatz und der Punkt, weil viele denken, sobald du jetzt hier rüber erntest, ist der Boden verdichtet ohne Ende und muss aufgebrochen werden. Das kann vielleicht für Ausfahrten so sein, wo du jetzt 1000 Tonnen über eine Ausfahrt rausfährst, wo Transporter immer darüber fahren. Sicherlich, das könnte ein Fall für einen Tiefenlocker sein, aber nicht zwingend. Und was halt auch der Punkt ist, je länger du den Boden unbewirtschaftet lässt, desto besser, desto fester wird der Aggregatzustand an sich und die Befahrbarkeit wird besser. Das ist auch etwas, was ich über Jahre festgestellt habe mit meiner relativ geringen Bodenarbeit bzw. Bodenbewegung. Wenn du... Ich muss mein Mikrofon an, nicht nach außen ist, ne? Wenn du im Prinzip den Boden in Ruhe lässt, du hast weniger Staunässe, du hast immer eine bessere Befahrbarkeit. Das heißt, hier meine Nachbarbetriebe, die pflügen, auch in ihrem Betrieb pflügen. Es kommen 30 mm Niederschlag, da ist 4 Tage Ruhe, weil die nicht auf ihre Felder können. Bei mir ein Tag, die Flächen sind trocken, trocken nicht, aber sie sind befahrbar, sie haben das Wasser abgeleitet, fertig. Ne? Weil der Boden halt genauso viel aufnimmt, wie er speichern kann und ist nicht dieses extreme, hat nicht dieses extreme Wassergesättigte. Ist der jetzt tatsächlich, der war da vorne schon gekommen. Ich glaube, der ist einmal komplett falsch rumgefahren. Martin. Da haben wir jetzt mal ein bisschen drüber gesprochen. Also das ist mein Ansatz auf diesem Boden, den ich so ein bisschen bearbeiten möchte. Für mich da selber ein bisschen ausprobieren. Letztendlich ist dieses Thema aber Direktsaat und Strip-Till, gut, Strip-Till nicht zwingend, da gibt es Möglichkeiten, aber Direktsaat ist schon schwierig, wenn es immer weitergeht, die Herbizide zu verbieten. Und ich frage mich, ob das langfristig der richtige Weg ist, weil es wird definitiv dann dazu führen, dass die Intensität auf den Böden wieder noch intensiver wird. Das heißt, Direktsaat sehe ich da keine Zukunft wirklich. Wenn ganz viele Herbizide verboten sind, es sei denn, wir sind dann irgendwann bei den Elektroherbiziden oder andere Bekämpfungsmaßnahmen, die da möglich wären. Ich sehe das Ganze sehr, sehr schwierig und ich glaube, das ist ein Schritt in die falsche Richtung, weil wenn die Intensität wieder steigt, wir sind dann anfälliger auf Bodenerosion, auf Wassererosion, die Böden wehen einfach weg, das wird wieder mehr werden. Ich kenne es auf meinen Böden, wir können weniger Wasser speichern und. Also die Bearbeitung gerade auf meinen Böden hat den Böden noch nie gut getan. Genau, und ich seh das Ganze wirklich fraglich. Und es gibt jetzt ja auch Regionen, sag ich mal, wo Wasserschutz- und Naturschutzgebiete sind, wo jetzt der Pflanzenschutzmittelaufwand extrem eingeschränkt ist. Und das ist immer so der Punkt, Leute, das führt eigentlich dazu, dass das sich alles in einer anderen Richtung bewegt, als es eigentlich soll. Bestes Beispiel, du bist im, also es ist jetzt nur ein Beispiel. Du bist in einem Gebiet, hast eine begrenzte Herbizidmöglichkeit. Was meistens gut funktioniert, ist halt Mais. Weil du im Mais im Prinzip nur eine Pflanzenschutzanwendung brauchst, mehr nicht. Also du brauchst kein Insektizid, kein Fungizid, sondern nur ein Herbizid. Also Herbizid ist immer gegen Kräuter und Gräser, beziehungsweise hat immer eine Wirkung gegen andere Pflanzen. Sagen wir es so. Und angenommen, wir haben ein Mittel, das würde, sagen wir, okay, das... Ey, da ist mir echt die Kamera auf das Häckselaggregat gefallen, hat er ausgemacht. Hoffentlich ging das gut. So, Memo an mich selbst. Hannes, pack nicht mehr die Kamera dahin, wo sie auf den Knopf fallen kann und das Häckselaggregat ausmachen kann. Mach es einfach nicht mehr, Hannes. Da.
Hat einfach das Häckselaggregat ausgemacht und demzufolge stand alles. Ging aber jetzt nochmal gut. Kein Material in der Trommel geblieben oder so. Also, wir waren stehen geblieben, welche Möglichkeiten wir dann haben. Wir haben dann eine Möglichkeit, die Kultur, die zum Beispiel den Selbstbau oder Nachbau verträglich ist, zum Beispiel Mais. Und wir haben eine Herbizidbehandlung und die ist da erlaubt. Dann machen wir Monomais, weil wir schlichtweg von der Politik in eine Ecke gedrängt werden, wo wir noch wirtschaftlich sein müssen, aber kaum noch eine Möglichkeit haben, eine Fruchtfolge zu etablieren. Ne? Oder Roggen ist auch so ein Beispiel. Roggen funktioniert auch sehr, sehr gut. Weil Roggen hat auch kaum Pflanzenschutzmaßnahmen. Leute, da kommt was. Und eine sehr, sehr gute bedeckende Wirkung. Genau, also. Seht ihr mal so ein bisschen die Sicht? Also meistens erreicht die Politik mit Verboten eine genau andere Richtung, wie sie gern hätte, weil uns eigentlich die Mittel genommen werden, vernünftig auf den Flächen zu wirtschaften. Das ist eigentlich im Prinzip sehr, sehr beängstigend, in welche Richtung sich die Politik und das Ganze momentan bewegt, weil wir können nicht effektiv die nächsten 5 Jahre planen. Weil es einfach nicht möglich ist, durch ständigen Verboten müssen wir eigentlich ständig die Landwirtschaft und die Technik und alles umstrukturieren, was uns eigentlich auch Planungssicherheit nimmt. Also versteht ihr, vielleicht wäre ich gerne in den Bereich Direktsaat gegangen und hätte mich vielleicht in einer so eine Drillmaschine investiert oder erkundigt, aber ich kann es schlichtweg nicht, weil die politische Sicherheit bzw. die filmtechnische Sicherheit einfach nicht gegeben ist. Also was ist, wenn wir in 4 Jahren pflügen müssen des Todes, weil wir kaum noch Mittel haben und alles ist verboten und wir ackerieren wieder wie die Wahnsinnigen über die Flächen und schmeißen im Prinzip den ganzen ackerbaulichen Fortschritt weg, den wir die letzten 20 Jahre gemacht haben. Das gab eine Menge ackerbaulichen Fortschritt die letzten 20 Jahre und das würden wir im Prinzip dann alles wegwerfen. Und das ist im Prinzip momentan sehr, sehr beängstigend. Also muss ich so sagen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sich die Landwirtschaft bewegt. Ich sehe für mich eigentlich einen Trend, der geht weiter in die minimale Bodenbearbeitung. Den verfolge ich seit gut 12, 13 Jahren, seitdem ich hier auf dem Betrieb Betriebsleiter bin. Aber letztendlich, ja, es ist politisch mega schwierig. Meistens verlagern wir eigentlich nur noch die Probleme dann ins Ausland. Also, versteht ihr? Nur weil wir in der Politik oder weil es in Deutschland nicht gewollt ist, irgendwas konventionell zu erzeugen, wird es ja trotzdem konventionell konsumiert. Versteht ihr? Der Markt für Bio ist meines Erachtens war letztes Jahr 6% groß. Das heißt, 94% möchten konventionell konsumieren. Und letztendlich macht die Landwirtschaft immer das, was der Verbraucher möchte. Wir bedienen immer nur eine Nachfrage. Das müsst ihr euch, und das ist immer dessen, das müsst ihr euch einfach nur bewusst sein. Landwirtschaft bedient immer nur eine Nachfrage. Wenn alle kein Rind oder wenn alle kein Fleisch mehr essen würden, angenommen als Beispiel, und der Bedarf nicht mehr da ist, dann hört die Landwirtschaft auch auf, Fleisch zu produzieren. Aber der Bedarf ist ja nach wie vor da. Und der Griff in der Ladentheke zeigt auch, dass der Bedarf eigentlich am Billigfleisch am größten ist. Und nur weil er dann in Deutschland nicht mehr produziert wird, ist die traurige Wahrheit, wird es dann aber im Ausland produziert, weil der Bedarf nach billigem Fleisch da ist. Genauso mit anderen Kulturen. Wenn der Bedarf nach Soja nach wie vor da ist, wird die Landwirtschaft auch, gut, das ist eine weltweite Kultur, Soja anbauen und bedienen. Alle anderen Kulturen auch. Und wenn der Verbraucher sich gern wünscht, dass wir 8 Kulturen anbauen, aber nur 3, 4 davon intensiv konsumieren, dann wird es nie 8 Kulturen geben, weil der Markt einfach nicht dafür da ist. Also im Prinzip muss man das so ein bisschen verstehen, das ist Marktwirtschaft und die Landwirtschaft bedient immer nur eine Nachfrage. Wir machen eigentlich immer nur das, was der Verbraucher möchte. Gut, soweit erstmal. Das waren erstmal meine Gedankengänge. Ich häcksle jetzt hier so ein bisschen vor mir hin, sind 18 Hektar. Zack, 18 Hektar. Und dann werden wir, ja, mal gucken, nach Hause rücken. Ich habe mich heute wahnsinnig mit dem Diesel verschätzt dieses Wochenende. Freitag kam 5000 Liter.
Und die waren gestern früh alle. Und wir konnten gestern Abend alle nicht mehr voll tanken. Weil das ist halt so der Punkt, wir waren dicht und die Transporter haben nicht alle Freitag früh getankt. Beziehungsweise waren nicht alle voll und dann kommen sie halt Samstag, tanken alle. Dann kommt nochmal der Siloschieber und tankt, weil der tankt ja auch erst nur alle 4-5 Tage. Und zack, sind halt 2000 Liter planmäßig schneller weg, als man das denkt. Und ja, dann kommt es dazu, dass man auf dem Sonntag kaum noch Diesel hat. Wir haben jetzt alle so viel, dass wir wahrscheinlich bis heute zum Abend kommen. Und ich hatte gesagt, Dienstag reicht eigentlich, weil das war so eigentlich der Rhythmus. Dienstag reicht, jetzt kommt morgen früh erst Diesel. Jetzt müssen wir morgen früh vielleicht auch erst warten, bis der Diesel da ist. Morgen sollen aber auch 30 mm Regen kommen. Müssen wir mal sehen, wie es weitergehen kann. Ja, dann ist auf jeden Fall mein Fehler gewesen. Das kriege ich nicht geändert. Genau, zum Dieselverbrauch. Ja, das ist ja krass viel, wie viel wir verbrauchen. Ihr müsst das immer in den Dimensionen sehen, ne? Also, wir sind ungefähr bei 1 Liter mit allem drum und dran, mit Transport, mit Siloschieben pro Tonne. Und unser schlechtester Tag war im Prinzip gestern, wo wir 1400 Tonnen gehäckselt haben von 7 bis 15 Uhr. Dann haben wir noch Silowände abgehangen, nochmal das letzte Stück und sonntags machen wir immer nur bis 16 Uhr. Also das war im Prinzip der schlechteste Tag. Die meisten Tage hatten wir jetzt so 1700 Tonnen. Einen Tag, glaube ich, hatten wir 1900, 1600. So, und ja, da geht natürlich ein bisschen was drauf. Ne? Und wenn dann, sag ich mal, die Siloschieber und der Walzer mit einmal kommen, der eine tankt 600, der andere tankt 300, sind auch wieder 1000 Liter weg, mit denen du jetzt nicht geplant hattest, beziehungsweise die hatte ich nicht auf dem Schirm. Gut, Leute, ich habe heute viel gequatscht, da tut mir auch fast ein bisschen leid, aber ihr müsst auch ein bisschen die Gedankengänge verstehen, die so ein Landwirt hat, die auch vielleicht ein Landwirt hat mit einem etwas größeren Betrieb, also der das auch hauptberuflich macht. Und war mir wichtig und wir sehen uns, denke ich mal, in der nächsten Folge. Ich schmeiße euch heute noch ein paar Drohnenaufnahmen, ich mache nachher noch wieder welche und dann sehen wir uns nachher wieder, beziehungsweise in der nächsten Folge wieder, Leute. Macht's gut, schönen Tag euch noch, ciao, ciao. I cannot be judged, no I won't have a day, not playing this game. I do not feel you, I'm not crossing that day, it would be a shame. And stop this train.